Also die Idee, in der Mobilität etwas zu verändern, ist eigentlich gleich am Anfang der Legislaturperiode schon entstanden. Und wir haben einfach gesehen, dass es wichtig ist, in der Mobilität etwas zu verändern, weil wir heute wissen, dass ein schöner Teil der Energie fließt in die Mobilität. Wir haben uns hauptsächlich an der Nachhaltigkeit orientiert, und zwar an der Pyramide der Nachhaltigkeit, wo es einmal darum geht, in der Mobilität zusätzlichen Verkehr zu verhindern. Der zweite Aspekt ist der, dass man versucht, Individualverkehr vom Auto hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu verlagern. Und der dritte Aspekt wäre der, dass man sagt, der restliche Verkehr an Autos, an individueller Fortbewegung, sollte dann so gestaltet werden, dass er verträglicher ist. Und so haben wir in jedem dieser drei Bereiche haben wir Projekte ausgearbeitet. Jeweils, je nach Thematik, haben wir uns Experten dazugeholt und in Arbeitsgruppen mit Bürgerinnen und Bürgern dieses Thema angegangen und dann in jedem dieser drei Bereiche Projekte ausgearbeitet und umgesetzt. Wir hatten viele Treffen. Es war nicht immer einfach, weil unterschiedliche Personen unterschiedliche Meinungen hatten. Es sind auch ein paar Personen wieder ausgetreten aus der Arbeitsgruppe. Dafür sind andere dazugekommen. Aber wir haben es immer wieder geschafft, Ideen zu verwirklichen und umzusetzen, damit es im Malz einfach auch schöner und vor allem auch sicherer für Fußgänger wird. Also begonnen hat das Ganze natürlich mit dem Wunsch, für Verkehrsberuhigung im unmittelbaren Ortskern zu sorgen. Da hat es einfach große Probleme gegeben, durchaus natürlich kontroversiell diskutiert, wie es immer mit Fußgängerzonen ist. Manche hatten natürlich Angst, dass es wirtschaftliche Einbußen gibt, aber generell eine Mehrheit der Bevölkerung wünschte sich einfach mehr Komfort beim Einkauf. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich nicht Gefahren aussetzt. Einige Ideen, die wir verwirklichen konnten, ist zum Beispiel die Verkehrsberuhigung im Ortszentrum, also im Dorfkern. Nur noch berechtigte Fahrzeuge dürfen ein- und ausfahren, sonst ist der ganze Bereich für Fußgänger und Radfahrer reserviert. Man hat nicht nur den Verkehr ausgesperrt, weil das wäre zu wenig, sondern man hat auch versucht, den Dorfkern zu verbessern, indem man Möglichkeiten geschaffen hat zum Sitzen. Auch die Citybus-Haltestelle ist direkt im Dorfkern. Oder man hat eine Bibliothek aufgestellt im Freien, wo die Menschen Bücher entnehmen oder auch hingeben können. Es sollte einfach auch schöner und lebenswerter werden, nicht nur ohne Verkehr. Die Fußläufigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema gewesen. Dementsprechend sind von Anfang an zusätzliche Fußwege vom Bahnhof hinauf ins Dorf geplant worden. Andere Aspekte waren, wie man ortsunkundige Personen, also in erster Linie Touristen, ins Dorfzentrum hineinholt. Da ist auch eine gewisse Umsteuerung passiert, dass man die Touristen auch dort abholt, wo die Sehenswürdigkeiten sind und dass man dementsprechend an den Orten dann auch die Oberflächen neu gestaltet hat. Da galt irgendwie das Credo, dass man für die Fußgänger das Erdöl mehr oder weniger aus dem öffentlichen Raum eliminiert und hochwertige Steinoberflächen vorsieht. Der zweite Schritt war dann, dass man diese überall verstreuten Einzelparkplätze zusammenfasst auf dem Peter-Glück-Platz. Dadurch spart man sich auch einige Wege, die die Autos zurücklegen, indem sie Parkplätze suchen. Das war einfach wichtig, damit auch die Personen, die einkaufen gehen wollen oder einen Kaffee trinken gehen wollen, dieses Zentrum gut erreichen können. Und eigentlich kann man das von jedem Parkplatz auch in 5 Minuten das ganze Dorf und die Geschäfte erreichen. Das war auch ganz wichtig, damit auch die Betriebe im Dorfzentrum auch eine Möglichkeit haben, weiter zu sein. Eine wichtige neue Maßnahme war dann auch, dass der Verkehr so umgelenkt worden ist, dass der Verkehr, der in die Ortschaften Planeil und Plaven führt, nicht mehr durch den Ortskern geführt wird. Und da war eben der Gedanke, dass die Noteinfahrt verlegt wird. Dadurch wurde eigentlich ein Infrastrukturprojekt lanciert, das Straßenlaufmeter eingespart hat, was ja relativ unkonventionell ist. Eine weitere Maßnahme, die sehr wichtig war, war die nördliche Ortseinfahrt. Die war einfach, um den Durchzugsverkehr zu blockieren, aber auch gleichzeitig eine Möglichkeit zu geben, dass die Staatsstraße schnell zu erreichen. Wir haben viele Pendler und die mussten zuerst alle durch das Dorf fahren und jetzt können sie eigentlich viel schneller die Staatsstraße erreichen und dorthin kommen, wo sie eben auch arbeiten.
Wir haben vor allem im Bereich der Raumplanung haben wir versucht, nicht mehr neue Wohnbauzonen außerhalb der Dörfer auszuweisen, sondern das Bauen im Zentrum zu forcieren und dort auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen wieder im Zentrum leben. Und da ist es halt extrem wichtig, dass man vor allem für die Fußgänger und für die Radfahrer solche kurze Verbindungswege offen hält. Weil ein Umweg von mehreren hundert Metern ist für einen Autofahrer kein Problem, allerdings für einen Fußgänger schon. Und so war es früher selbstverständlich, dass überall im Dorf gab es enge kleine Gassen, wo man als Fußgänger durchgegangen ist und auch Abkürzungen genommen hat. Und in den letzten Jahren ist es dann halt oft vorgekommen, dass aufgrund von Diskussionen, von Haftung, von Risiko, dass dann auch bestimmte Abschnitte von den privaten Eigentümern gesperrt wurde. Und da haben wir gesagt, na, das dürfen wir nicht zulassen, weil diese direkten Verbindungen für die Fußgänger und für die Radfahrer sind extrem wichtig, weil man dort einfach viel schneller von A nach B kommt. Und es hat dann schon auch eine Zeit lang gebraucht, bis man dann diese Eigentümer überzeugt hat, diesen Abschnitt offen zu lassen. Auch teilweise mit Überzeugung, mit Versicherungen, dass wir als Gemeinde dafür auch die Haftung übernehmen, wenn etwas passiert. Neben den baulichen Maßnahmen gab es natürlich zahlreiche flankierende Maßnahmen, wie eben das Angebot des Carsharings oder das Angebot von E-Bikes oder eben auch die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs, speziell auch der Anschluss der Fraktionen an das Gemeindezentrum, damit das Ganze dann wirklich auch wie ein Uhrwerk funktionieren kann. In der Zeit, als die ersten Citybuslinien im Taol eingeführt wurden, haben wir uns als Bewohner von einem Bergdorf auch Gedanken gemacht, ob und wie eine Citybuslinie für ein Bergdorf funktionieren könnte. Und so haben wir Gedanken gemacht und haben mit einer Unterschriftenaktion die Bürger darauf hingewiesen, ob es sinnvoll wäre, sich für einen Citybus einzusetzen. Es ist uns gelungen, einige Jahre eine Probefahrt von einem Citybus zu haben, der dann teilweise auch in einen Schülerbus umgewandelt wurde. Und nachdem die Gemeindeverwaltung sich entschieden hat, die öffentliche Citybuslinie herauszunehmen und an einen privaten Mietwagenunternehmer zu vergeben, seien wir darauf gekommen, dass die Gemeinde das auf 3 Tage in der Woche reduzieren möchte. Wir sind aber überzeugt, dass öffentliche Verkehrsmittel nur dann gut angenommen werden, wenn sie eben oft fahren und regelmäßig fahren. Und deshalb gibt es heute in 4 Fraktionen unserer Gemeinde einen Citybus im Stundentakt. Der wird mittlerweile sehr gut angenommen. Das heißt, das Prinzip ist im Grunde einfach und praktisch. Mittlerweile fährt der Bus von Montag bis Samstag täglich 8-mal am Tag. Das ist eine enorme Bereicherung für das Dorf. Wenn wir das nun alles ein wenig weiterdenken, dann kann man mit dieser neuen Citybuslinie auch stündlich zum Bahnhof gelangen. Und das heißt nicht nur zum Bahnhof, sondern vom Bahnhof in Malz aus auch nach Meran oder nach Bozen gelangen, was für Schüler wichtig ist, aber auch für Leute, die zur Arbeit gehen. Also wir sind jetzt öfter oder besser auch mit ganz Südtirol im Grunde verbunden. Die Projekte im Bereich der Mobilität sind teilweise sehr komplex. Und wir haben in der Gemeinde nicht die Kapazitäten und auch nicht die Kompetenzen, diese Projekte dann umzusetzen. So haben wir uns sehr oft auch Unterstützung von außen geholt, Experten von außen geholt. Und glücklicherweise sind wir im Land Südtirol sehr gut aufgestellt. Also das Amt für Mobilität und auch die Mitarbeiter von Green Mobility sind sehr gut organisiert, haben ein sehr hohes Fachwissen. Und darauf haben wir oft zurückgegriffen. Also wenn wir Fragen gehabt haben, dann haben wir jederzeit offene Türen vorgefunden und haben sehr viel Unterstützung auch bekommen. Aus finanzieller Sicht hat uns eben je nach Projekt auch das Land unterstützt, vor allem beim Ausbau der Citybusse. Dort beteiligt sich das Land sehr stark an der Finanzierung. Und dann haben wir halt hauptsächlich diese Nähe zur Schweiz und die Nähe zu Österreich genutzt, um grenzüberschreitende Projekte zu machen, damit wir auf EU-Töpfe zurückgreifen können. Also wir haben sehr viele Projekte mit Interreg finanziert, Radwege und andere Projekte oder teilweise über den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, beispielsweise Carsharing oder Projekte über den Europäischen Sozialfonds wie das Mobilitätszentrum am Bahnhof. Und in diesen Bereichen haben wir sehr, sehr viel Unterstützung bekommen, weil es für eine Gemeinde sehr schwierig wäre, Projekte in dieser Dimension, wo wir teilweise von Millionen Euro sprechen, diese allein zu finanzieren.
Aber wenn man sich ein bisschen umsieht und wenn man ein bisschen kreativ ist, dann findet man auch die nötigen finanziellen Mittel, um diese Projekte umzusetzen. Man darf sich natürlich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen, so erfreulich der Mobilitätspreis für die Gemeinde natürlich ist. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Wenn man uns fragt, ob wir das Ziel schon erreicht haben, dann kann ich sagen, nein, wir haben es noch nicht erreicht. Also wir haben in den einzelnen Abschnitten verschiedene Projekte umgesetzt. Wir haben einige Projekte, die wir noch umsetzen werden. Und es entstehen aber immer wieder neue Ideen, neue Möglichkeiten, neue Chancen, die wir dann jeweils ergreifen und versuchen umzusetzen.